Herzlich willkommen zurück zur mittlerweile 10. Folge von Let's Play Dragon Age Origins. Ja, wir haben uns auf die Suche gemacht, oder hinten Blitz. Lass vielleicht ablenken. Auf die Suche gemacht, um ein geheimes Archiv zu finden und drei, ja, Phiolen, Flaschen des Blutes der dunklen Brut. Und immerhin, wir haben schon zwei bei unserer ersten Schlacht gefunden. Das heißt, wir brauchen nochmal. Und wir haben hier vorher noch eine Quest bekommen, dass wir da diesem Jogby, dass der Vater von Jogby, einen Schatz versteckt hat. Und dazu sollte man unter einen durchgefallenen Baum durchgehen. Und das sieht ja hier doch relativ wie umgekippter Baum aus. Also gehen wir mal da unten durch. Seht nun, das geht wirklich zu weit. Aber da oben, wir gehen nochmal zurück, ganz kurz. Natürlich, da können wir auch nochmal Wildnisblume. Und wir haben diese Quest außerdem erfüllt für den. Oh, da kommen wir gar nicht hin. Müssen wir auf der anderen Seite. Egal. Für den kranken Hund. Das ist auch. Da ist der versunkene Turm. Und da sind nochmal dunkle Brut. Oh, ganz viel sogar. Bleib gefälligst unten. So, ich grill die wieder, wenn ich da einigermaßen. Ja, das sieht gut aus. Sag nicht, ich hätte dich nicht erwartet. Gut. Sind da noch welche? Nein. Und Gold erhalten. Und hier wieder ein Fläschchen. Damit haben wir auch alle drei Fläschchen. Da können wir auch noch einlooten. Jetzt haben wir sogar mehr. Da können wir sogar noch ein paar weitere graue Wächter rekrutieren, wenn wir welche hätten. So. Questmarker. Kurz ins Questbuch. Ostager. Nee, nicht. Verdorbenes. Da bist du nah. So, suchen wir die Quest erstmal. Da müssen wir hier lang. Turm. Oh, die Seite herum. Oh, Elfenwurz. Nehmen wir mal mit. Was wir die genau brauchen, weiß ich noch nicht, aber irgendwann kann man dafür Alchemie-Rezepte kaufen. Hier lang. Ah, da ist schon wieder so ein weiterer versunkener Tempel. Oh. Da. Wie ihr meint. Oh, eine Stufe aufgestiegen. Juhu. Den Stufenanstieg werde ich jetzt auch erst wieder in der Pause machen, weil das einfach auch viel zu viel kostbare Zeit wegnimmt. Ihr habt ja aber gesehen, wie das ungefähr aussieht. Wenn jetzt irgendwas Besonderes wäre, später ab Stufe 7 und so weiter, gibt es da immer Besonderheiten, dann werde ich das mir aufheben für eine normale Folge, aber ansonsten, da ist da gar ein Hinterhalt gewesen. Ja, das sind gleich einige. Und da haben wir auch gleich noch Wölfe. So, Mana geht mir gerade aus, deshalb gehen wir jetzt mal hier in die Tränke. Schwacher Liotrank. So. Man möchte es ja nicht übertreiben. Aber das gibt gut Erfahrungspunkte. Ah, hier haben wir den Missionar Rigby. Rigbys letzter Wille und Testament. Und eine neue Quest, Testament, können wir uns gleich mal angucken. Da, Kogari, bist du das Testament. Beim Leichnam in der Kogari-Wildnis hast du als letzten Willen und das Testament eines Mannes Rigby gefunden. Finde die Schatulle, die in seinem letzten Willen erhüllt, und bring sie nach Jeddah nach. Dafür ist unzureichend, aber wir haben ja hier einen Schurken dabei, der könnte das.
Auf keinen Fall. Nein, Fähigkeit unzureichend, das ist blöd. Vielleicht steht da irgendwas in dem letzten Willen drin, das heißt, wir brauchen da wieder den. Ja. Depp, rüber. Ja, letzter Wille. An den, der auch immer diese Zeilen findet. Dies ist der letzte Wille und das Testament des Missionärs Rigby, stolzer Verkünder des Wortes des Erbauers. Ich bin in der Wildnis, in die Wildnis gekommen, um den Gesang zu predigen, aber ich fürchte, ich werde hier durch die Hand des dunklen Brutstamms. All meine Habseligkeiten vermache ich meiner Gemahlin Jetta. Sollte der Finder dieser Zeilen mildtätig sein, so kann er eine verschlossene Geldkassette vergraben in unser Lager finden, das in einer Teewinterruine am westlichen Rand der Wildnis aufgeschlagen ist. Sie soll meiner Frau in Redcliffe überbracht werden, und zwar immer noch versiegelt. Ich entschuldige mich bei meiner Frau und meinem Sohn dafür, dass meine Arbeit mich ihnen wegnimmt, aber ich, zumindest weiß ich, dass ich im Dienst des Erbauers mein Leben lasse. Okay, so, also an die Truhe kommen wir hier nicht ran, schade. Aber in irgendeiner der kleinen Ruinen ist die vergraben. Nicht so nah. Aktivieren. Der sollte ja hier irgendwo auch sein. Das ist jetzt erstmal dieses Geheimversteck für den. Also weil das Archiv können wir immer noch finden. Das Problem ist, wenn wir das Archiv gefunden haben, das ist eine Hauptquest und meistens, wenn man eine Hauptquest beendet hat, dann kommt man nicht mehr zurück. Deshalb versuchen wir erstmal die kleinen zu machen. Dunkle Brut! Ja, dunkle Brut. Gut, das ist. Eine große dunkle Brut sogar. Ein gelber dunkler Brut. Eine dunkle Brut, die auch noch zaubert. Hallo? Warum rennst du auch dahin? Verdammt. Achtung! Ich hätte. Ja. Das ist nicht gut, dass ich sterbe. Ich will nicht sterben. Warum sind die auch alle dahin? Ja, das liegt daran, dass ich die KI von denen so scheiße eingestellt habe. Beziehungsweise ich habe sie noch gar nicht eingestellt. Nee, ich will nicht sterben. So, der ist weit genug weg. Seid lieber vorsichtig. So, den habe ich gegrillt. Ich nehme auch noch. Nein, das war's. Eine Reise endet, schade. Ja, letzten Spielstand laden. Das war nicht so clever. Da gehen wir jetzt. Da müssen wir eigentlich lang, oder? Jetzt gucken wir erstmal auf die Karte. Was haben wir denn noch nicht? Quest. Da drüben. Kommen wir auch nicht hin. Müssen wir auch da lang. Ostagar. Ein Barihut, der Hund, den haben wir. Das dorbene Blut haben wir auch. Die Truhe des grauen Wächters. Aktivieren. Wo haben wir die? Die haben wir auch da drüben. Also wir müssen da durch, egal was kommt. Also, ja. Dann würde ich jetzt erstmal hier die KI ein bisschen von den umstellen. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich mache da erstmal eine kleine Pause.
Okay, da sind wir wieder und ich würde sagen, wir versuchen uns jetzt nochmal daran zu machen, diese kleinen, aufmüpfigen Viecher von gerade eben den Garaus zu machen. Wieder gespeichert. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen die KI umgestellt, mal gucken, ob es jetzt was wirkt. Also unter anderem, dass sich ein paar von denen immer mal wieder selbst heilen. Dunkle Brut! Seid bloß vorsichtig! Und auch welche Ziele bevorzugt werden, nämlich zum Beispiel die, dass die mit der wenigsten KI soll der Schurke, nicht mit der wenigsten KI, mit der wenigsten Lebenspunkte soll, darauf soll der Schurke gehen, damit der schnell Wird erledigt. runtergeklöppelt wird. Ich werde es tun. Jetzt ist es Zeit zu kämpfen. So. Sehr schön. Ach, da hat's den ersten. Den habe ich leider keinen. Ich habe Alistair und mir so eine KI-Eingebung geben können. Allerdings der Typ, der jetzt da umgekippt ist, dem konnte ich keinen, dass er Lebensstrecke nehmen soll. Und ihr seht, wir haben jetzt von 10 auf 2, die haben also automatisch Lebensstrecke genommen. Beutel mit Asche. Auszüge aus östlichen Mythen und Legenden, ja. Was haben wir hier noch? Stab der dunklen Brut. Graueisenstab. Lager. Mal Elfenwurz. Dunkle Brut. Die taucht auch überall auf, was? Ja. Bis zum Tod! Und noch darüber hinaus, wenn wir Zombies sind. Okay, weiter. Welches Ziel haben, welche Quests machen wir jetzt? Kogori Wildnis. Müssen wir wohin? Okay, das sind ja alle irgendwie da oben. Das war aber ein gutes Beispiel, wie das Spiel ausgehen kann, wenn man vorbereitet drauf ist und die KI dementsprechend eingestellt hat. Vorher bin ich gestorben, weil ich die KI nicht eingestellt habe und jetzt habe ich überlebt. So, jetzt können wir hier noch die Asche drüber werfen. Das machen wir mal. Was passiert? Und wir haben einen Dämon beschworen. Sag nicht! Also grundsätzlich sollte man immer merken, nicht einfach irgendwo Sachen draufwerfen, weil das ist ein richtig, richtig übel starker. Sprich dein Gebet! Aber kein Problem, unsere KI ist darauf eingestellt, dass sie sich selbst heilt, bis auf den einen Typ halt, der fällt schon wieder. Aber sieht man auch, wie gut das sich auszeichnet. So, der kann wieder aufstehen. Und wir haben Lumpen. Ja. Gucken wir noch ein bisschen. Okay, es wird wieder gespeichert. Das heißt, es gibt wieder irgendwelche Probleme. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns an, warum es gespeichert hat. Weil irgendwas Besonderes muss ja jetzt passieren. Und schauen uns das in der nächsten Folge an. Bis dahin, danke, dass ihr zugeschaut habt und macht's gut.